So, ich freue mich schon. Oh, hier sieht man schon. Oh, Astral Chain, die Collector Edition. Hier sieht man gerade noch von meinen drei Beinen. Die zwei Füße, die hinteren, ne, die vorderen. Hinten ist ja anders. Ich freue mich schon. Oh, Astral Chain. Das wird nachher natürlich gestreamt. Gut, weil naja, bis ich das Video hier hochgeladen habe, das ist schon übernächster Tag. Das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich werde es gleich direkt nachbearbeiten. Ich denke mal, aber heute wird es, zumindest am Release-Tag, wird es wahrscheinlich nicht erscheinen. Ich bin echt mega gespannt. Na, gucken wir uns erstmal hier das Ganze hier an. Hier ist mal, wenn ich auf meinen Tisch haue, wackelt hier alles. Meine Tochter steht da, sieht man sie gerade. Da sieht man sie vorbeilaufen. So, wir gucken uns aber erstmal an. Vorne drauf: Astral Chain Collector's Edition. Edition Collector. Switch, Nintendo, bla bla bla. Oh, das Spiel ist ab 16. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Ab 16. So, gucken wir mal weiter. Hinten die Box. Natürlich um einiges schöner. So, was haben wir noch hier? Astral Chain. Die zwei Hauptcharaktere. Ein paar Bilderchen. Collector's Edition. Der Inhalt. Das ist für mich das Wichtigste. Eins ist Nachteil, weil wir haben jetzt hier das Spiel. Ich halte es mal ein bisschen besser in die Kamera. So, so sieht man es besser. Ich habe das Fischei aktiv. Ich meine, jetzt sehe ich gerade. Das ist eher unpraktikabel hierbei gerade. Aber egal, man, ich sollte es lieber so halten, weil so werde ich ja Video schneiden. Deswegen, oh, die Packung ist ein Ticken zu groß. Na, egal. Wir haben hier das Spiel, den Soundtrack, Artwork. Ich gehe mal von einer Art Book eher aus. Und das Teil, das ist das Wichtigste. Wirklich, wirklich, wirklich das Wichtigste, was die Collector's Edition eigentlich so viel ausmacht. Das ist eine Illustration von dem, wie muss ich jetzt selber ablesen, wie er heißt, Masakusa Katsura. Katsura. Keine Ahnung, ich kann kein Japanisch. Deswegen kann ich es nicht aussprechen. Diese ist nur in der Collector's Edition enthalten, die jetzt schon komplett ausverkauft ist. Und die ist durchnummeriert. Was ist das Besondere an solchen Sachen? Durchnummerierte Sachen sind sowieso schon mal eigentlich in der Regel teurer als normal. Sollte das Spiel ein Erfolg werden, wird diese Karte auch dementsprechend teuer. Die kostet dann mindestens so viel wie das Spiel allein schon. Minimum. Ich kenne mich jetzt nicht genau mit den Preisen, wie die sich dann entwickeln werden, aus, aber die wird sehr, sehr teuer sein dann. Deswegen die dann auch die ganze Collector's Edition hier wirklich im Preis steigen wird. Deswegen habe ich die besorgt. Es ist immer mit solchen Sachen ein Glücksspiel. Wird es was, wird es nichts? Ist immer so eine Sache, ich weiß es selber nicht. Ich werde es dann sehen. Für mich, aber weil es allein schon von. Ja, genau. Jetzt habe ich gerade die Firma vergessen. Oh, hier sieht man schon das Messer, wenn ich gleich aufschneiden will. Von den Bayonetta-Machern war das, ja. Genau, Platinum Games. Ich wusste doch. Irgendwas mit P hat im Kopf, aber auf der Rückseite ist sonst hier nur viel bla bla bla, blub blub blub. Und hier natürlich das Original Nintendo-Siegel, dass wir auch Originalqualität haben. Aber wir wollen jetzt auch mal reingucken, was da ist, ne? Wollen wir rein. So. Ja, ich bin da gerade tatsächlich mit dem Brotmesser ran. Ist mir aber auch relativ wumpe. Man sieht, ich habe es wirklich noch nicht aufgepasst. Hier ist noch der ganze kleine Ratsch rum. So, ich freue mich schon drauf. Bald kommt auch noch Demon X Machina raus, worauf ich mich sehr, sehr freue. Davon habe ich mir auch die Collector Edition vorbestellt. Lässt sich sehr schön öffnen. Ah, geht auch nur bis. Geht nur bis maximal so viel. So, dazu kommen wir gleich. Das Spiel. Das werde ich natürlich jetzt gleich bei mir in den Switch reinhauen. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich wieder den klassischen Day One Patch. So wie immer. Hier haben wir den Soundtrack. Schön noch versiegelt. Sieht man es gut? Ja, man sieht es noch versiegelt. Machen wir aber mal eben auf. Mal machen wir anders. Ich brauche noch was Messer. Nehmen wir was Schärferes, ein schönes Keramikmesser. Na, jetzt will es nicht.
Ja, das schärfste Messer, was ich im Haus habe. Okay, will nicht aufgehen. Da müssen wir fummeln. Doch, ich habe einen Schnitt reingeschafft, aber. Boah. Scheißkleber. Aber es ist nichts beschädigt. Gut. Soundtracks, zumindest CDs generell hier, höre ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Die höre ich gar nicht mehr. Boah, die sitzt auch gut drin. Die sitzt richtig gut drin. CDs selber höre ich wirklich nicht. Ich höre alles mittlerweile über Spotify und den ganzen Kram, muss ich dazu sagen. Die Tracklist. Ach du Scheiße. 31 Lieder mittlerweile drauf. Wenn man bedenkt, früher waren immer nur 20 Lieder drauf. Oh je, yeah, so zu stehen, der geht echt in den Rücken gerade, ne? Papier. Könnte für Klo benutzen. Und hier haben wir das Artbook. Was mir jetzt gerade beim Artbook auffällt, man sieht es schon, es ist kein Haar. Wie nennt man die? Die harten Buchbindungen. Weiß ich es gerade nicht mehr. Es ist labbrig. Also es ist nichts Festes. Schade eigentlich. Hätte ich eigentlich eher gedacht. Aber es sind viele Seiten. Wirklich, wirklich viele. Respekt dafür. Wirklich, wirklich Respekt dafür. Schön. Und es riecht neuwertig. Es riecht komplett neuwertig. Ich find's toll. Ich find's wirklich toll. So, das ist das Artbook, legen wir auch mal weg. Und hier haben wir jetzt das Wichtigste. Das, was den ganzen Spaß eigentlich ausmacht. Jetzt kommen wir mal hierzu. Und zwar, wir haben das. Ist größer als ich dachte. Ich habe wirklich gedacht, es ist ungefähr so groß wie eine Switch-Hülle. Ist es aber tatsächlich nicht. Es ist größer. Es ist wirklich DIN A4 Größe, was ich sehr gut finde. Das werde ich mir dann auch in den Bilderrahmen bestellen und schön an die Wand klatschen. Jetzt kommen wir aber zum Besonderen. Und zwar, das hier unten die Seriennummer. Da die Seriennummer. Das Schöne an den Seriennummern ist, je niedriger die sind, umso wertvoller werden sie eigentlich in der Regel. Ich habe jetzt hier, naja, sagen wir mal, eine mittelmäßig gute. Von 23.010 Auflagen habe ich Nummer 8.897 erwischt. Es ist jetzt keine Top-Nummer, es ist aber auch keine schlechte Nummer. Das wird natürlich hier drin bleiben, in diesem Plastik. Schön versiegelt, ne? Das wollen wir ja perfekt erhalten. Natürlich, also ich werde es noch rausnehmen, um den Bilderrahmen zu hauen. Weil es ist halt ein Sammlerstück. Ne? Das ist hier ein komplettes Sammlerstück, was sehr, sehr schnell, wenn es gut läuft, sehr schnell am Preis gewinnt. Kann aber auch, wenn das Spiel scheiße ist und es floppt, sehr, sehr schnell im Preis sinken. Es ist halt ein Glücksspiel damit. Mit solchen Sachen ist es wirklich ein Glücksspiel. Zum Beispiel, damals dachte ich mir auch, ja, warum soll ich mir die WoW Collector Edition holen? Also vom ersten WoW Collectors, WoW Basic, was ja mittlerweile Classic gefeiert hat. Hätte ich mir damals geholt, wäre ich heute ein reicher Mann. Wäre ich ein gemachter Mann. Bräuchte ich glaube ich fast schon gar nicht mehr arbeiten gehen, so viel ist das wert. Aber naja. Gut. Gucken nochmal, ist hinten noch was drauf? Nee, ne? Ups. Nö, hinten ist nichts mehr drauf. Aber ich muss sagen, die Verpackung ist echt wunderschön. Die ist wirklich, wirklich schön gemacht. Mal wieder eine Collector's Edition, wo ich sage, die ist geil gemacht. Wirklich. Finde ich gut. Packe ich jetzt auch wieder ein. Bis ich den Bilderrahmen habe, bleibt alles hier in diesem Zustand. Stelle ich mir jetzt gleich in den Schrank. So, verschwinden. Tschüss. So. Wir sehen uns aber in den nächsten Videos. Haut rein und ciao, ciao.